Dreiviertel ist drin. Ein ganzer. Flamingo Fantasy ist drin, alles klar. Zum 42. Olympia-Rennen und Boxen auf an der 3200 Meter Marke zum Gruppe 3 Rennen über diese lange Steherdistanz. Wer kam gut aus der Box? Earl of Tinsdale mit einem guten Start auf Slowfoot. Dann Supersonic Flight in der Bahnmitte, außen begleitet auch noch von Salem. Und Salem hat im Moment die Spitze mit einem Kopfvorteil vor Earl of Tinsdale innen daneben und zwischen beiden Supersonic Flight. Dahinter hat sich Lateran Accord einsortiert, Earl Salzer an der Innenseite. Dann sehen wir dahinter Leopardin auch innen, die fällt vorne dicht geschlossen, die Pferde, begleitet von Lucarelli, dahinter dann Lacateno vor Altano und Flamingo Fantasy an letzter Position. So haben die ersten Zuschauer jetzt schon das Feld hier bestens im Blick. An der 200 Meter Marke geht's vorbei und Earl of Tinsdale hat die Spitze. Jetzt können Sie mir zurufen, wen Sie gewettet haben im 42. Oleander Rennen. Earl of Tinsdale ist voraus, führt das Feld gleich zum ersten Mal über die Linie. Zweiter ist Selim, dahinter Slowfoot mit Earl Salzer innen. Dahinter Lateran Accord vor Supersonic Fly. Dann Lucarelli vor Leopardin. Dann außen in zweiter Spur Lacateno vor Altano und letzter ist Flamingo Fantasy. So biegen die Pferde jetzt gleich in den Logierhausbogen ein. Haben jetzt gleich noch ca. 2000 Meter vor sich. Und der erste im Bogen ist Earl of Tinsdale vor Selim. Earl of Tinsdale vor Selim. Das sind die beiden vorderen Pferde. Dahinter Earl Salzer an der Innenseite galoppierend. Slowfoot ist vierter vor Lateran Accord. Begleitet von Supersonic Flight. Kleine Lücke bis zu Lucarelli vor Leopardin. Dann Lacateno in zweiter Spur vor Altano und Schlusslicht bleibt Flamingo Fantasy. Die Pferde circa 10, 12 Längen auseinander, so erreicht das Feld jetzt die Gegenseite. Und die Spitze bleibt bei Earl of Tinsdale. Das Höchstgewicht ist voraus mit 1,5 Längen vor Selim. Dahinter Salzer in dritter Position vor Slowfoot. Lateran Accord an der fünften Position zu sehen vor Supersonic Flight. Dann Lucarelli außen begleitet jetzt von Leopardin. Kleine Lücke bis zu Lacateno außen, innen begleitet von Altano. Und Schlusslicht ist Flamingo Fantasy. Jeder Reiter scheint richtig zufrieden zu sein mit seiner Position im Rennen. Noch ca. 1500 Meter bis zum Ziel. Earl of Tinsdale ist vorne voraus und wird nicht unter Druck gesetzt. Zweiter ist Selim. Dritter Earl Salzer vor Slowfoot. Dahinter Lateran Accord vor Supersonic Flight. Dann sehen wir Lucarelli vor Leopardin, dann Altano. Dahinter Lacateno und zwei Längen Abstand bis zu Flamingo Fantasy. Unverändert ca. 12 Längen vom letzten Flamingo Fantasy bis zum ersten Earl of Salzer. Und Eddie Pedrosa kann sich alles in Ruhe einteilen vorne. Earl of Salzer hat die Spitze mit zwei Längen vor Selim. Das Feld hat den Dahlwitzer Bogen erreicht. Dritter ist Earl Salzer, begleitet von Slowfoot außen. Dann Lateran Accord, unverändert in sechster Position ist Supersonic Flight zu sehen. Dann das nächste Pärchen, auch das ist unverändert. Lucarelli begleitet von Leopardin. Dahinter dann Altano mit Lacateno und Abstand. Der bleibt auch bis zu Flamingo Fantasy. So kommen die Pferde jetzt gleich in die Zielgerade hinein zum 42. Oleander-Rennen. Noch 500 Meter stehen an und Eddie probiert sich jetzt vorn zu lösen auf Earl of Tinsdale. Earl of Tinsdale hat die Spitze vor Slowfoot, dahinter Earl Salzer an der Innenseite, dann Supersonic Flight und Leopardin, weiter außen auch Altano, aber vorne ist Earl of Tinsdale. Earl of Tinsdale an der 300 Meter Marke vorbei, mit einem Vorteil von drei Längen vor Supersonic Flight, dann Slowfoot innen mit Leopardin, weiter außen kommt Altano, jetzt richtig gut in Tritt, Earl of Tinsdale wird kürzer, hier ist Slowfoot, hier ist auch Supersonic Flight und ganz außen Altano, schöner Einkampf, noch 100 Meter, Supersonic Flight für Altano außen und Earl of Tinsdale innen, Altano, Altano macht's nochmal im Oleander-Rennen, Altano gewinnt vor Supersonic Flight. Earl of Tinsdale, starker Dritter, vor Lucarelli, dahinter Leopardin, vor Slowfoot. Abstand zu Lacateno, Lateran Accord mit Flamingo Fantasy, Earl Salzer und Selim. Altano zum zweiten Mal siegreich im Oleander-Rennen in Oppegarten.
Probieren sich jetzt vorn zu lösen auf Earl of Tynstall. Earl of Tynstall hat die Spitze vor Slowfoot. Dahinter Earl Salza an der Innenseite. Dann Supersonic Flight und Leopardin. Weiter außen noch Alpano, aber vorne ist Earl of Tynstall. Earl of Tynstall an der 300 Meter Marke vorbei. Mit einem Vorteil von 3 Längen vor Supersonic Flight. Dann Slowfoot innen mit Leopardin. Weiter außen kommt Alpano jetzt richtig gut in Tritt. Earl of Tynstall wird kürzer. Hier ist Slowfoot. Hier ist auch Supersonic Flight und ganz außen Alpano. Schöner Einkampf noch 100 Meter. Supersonic Flight für Alpano außen und Earl of Tynstall innen. Alpano, Alpano macht macht's doch mal im Oleanderrennen. Altano gewinnt vor Supersonic Flight. Earl of Tynstall starker Dritter vor Lucarelli, dahinter Leopardin vor Slowfoot. Abstand zu Lacateno, Lateran Accord.